wo am Tag darauf die Leute, die in grossen Scharen zum Fest gekommen sind, vernommen haben, dass der Heiland auf Jerusalem kommt. Sie sind ihm mit Palmenzweigen entgegengestürmt und haben ihm laut zugejubelt. Der Tag der ungesalzten Brot ist gekommen. Die Apostel sind zum Heiland gegangen und haben ihn gefragt, wo er mit ihnen das Osterlamm will essen. Darauf hat er der Petrus und Johannes vorangeschickt und ihnen gesagt, sie sollen in die Stadt gehen. Dort werde ich ihnen einen Mensch begegnen mit einem Wasserkrug. Dem sollen sie nachlaufen bis ins Haus hinein. Am Hausherr sollen sie ausrichten, der Meister lasse ihm sagen, er will bei ihm die Ostern haben und ihn fragen, wo er das Osterlamm mit seinen Jüngern essen könne. Der Hausherr werde ihnen einen grossen Saal zeigen für das Obenmahl. Der Petrus und der Johannes haben sich auf den Weg gemacht, und sie haben alles so gefunden, wie es der Heiland gesagt hat. Thank you.
Nach dem Lobgesang ist der Heiland mit seinen Jüngern über den Bach Kidron an Ölberg gegangen, zum Garten vom Hof Gethsemane. Dort hat er der Petrus, der Jakobus und der Johannes mit sich genommen. Er hat am ganzen Leib angefangen zu zittern und ist tief traurig geworden. Aufs Mal reißt er sich von diesen dreien los, rennt ihnen zu, sie sollen wachen und beten, damit sie nicht schwach werden. Ein Steinwurf weit von ihnen weg ist er todmüde auf die Knie gefallen und hat zu seinem Vater angefangen zu beten. Der Judas hat genau gewusst, an welchem Ort der Heiland schon manchmal mit seinen Jüngern zusammengekommen ist. Darum hat auch die ganze Horde von hohen Geistlichen, Pharisäern, Knechten und Dienern zusammengetrommelt und sich mitten auf den Weg gemacht. Der Heiland hat gewusst, was ihm wartet. Der Judas hat den Finden vom Heiland zu verstehen gegeben, den er küssen würde, das sei eben der Jesus von Nazareth. Nach dem Verrat ist der Heiland gefesselt und abgeführt worden. Immer mehr, immer mehr.
Schon auf dem Weg in den Garten von Gethsemane hat der Heiland an Petrus vorausgesagt, bevor der Göckel zum Kreien kommt, wird er ihn dreimal verleugnet haben und behaupten, er könne ihn nicht. Als morgen geworden ist, haben die hohen Geistlichen, die Ältesten, die Schriftgelehrten und der ganze Rat beschlossen, sie wollen den Heiland am römischen Statthalter Pilatus zum Verurteilen vorführen. Mit ihnen ist viel aufgewiegeltes Volk vor der Burg gestanden. All sein Geschrei, all seine Anklage. Der Pilatus wollte ein kleines Ordnung ins Zeug bringen.
Aber die wilde Masse ist immer aufdringlicher geworden. Mit aller Ruhe ist der römische Statthalter dem Heiland begegnet. Er hat ihn gefragt und wieder gefragt. Mit dem besten Willen hat er am Anklagten keine Schuld nachweisen. So ist er immer wieder vor das Volk gestanden, hat es beschworen und die Unschuld vom Heiland rausgestrichen. Aber alle seine Worte sind vom Pöbel in den Wind geschlagen worden. Der Tod vom Anklagten und nichts anderes ist laut begehrt worden. Derweilen ist auch die Frau von Pilatus zu ihrem Mann auf den Richterstuhl gekommen und hat von einem bösen Traum erzählt, den sie letzte Nacht hatte. Sie hat ihn beschworen, er soll ja nichts zu tun haben mit dem gerechten Mann. Der Statthalter hat an jedem Fest zum Brauch gehabt, einen Gefangenen freizulassen. Diesmal ist es um den Mörder Barabbas gegangen. Auf diesem Weg hat der Pilatus gehofft, er könne den Heiland doch noch freigeben. Aber auf die Frage, ob Jesus oder der Mörder, ist ein Huronengebrüll losgegangen. Am Barabbas seine Freiheit, dafür der Tod vom Heiland am Kreuz, ist einisch über anderisch begehrt worden. Thank you.
Schriftgelehrte Pharisäer, das Volk hat mich überführt. Was hast du denn da verbrochen, als sie alles heute gegen dich rührt? Zwischen ihnen hat der Pilatus den Heiland geißelt. Jetzt, wo der Statthalter der Anklagte für die Kreuzigung freigegeben hat, haben ihm die Soldaten eine Dornenkrone aufgesetzt und einem roten Mantel angelegt, ihn angespäut und verspottet. Spottet, 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 spottet,
Der Pilatus hat sich mit einem schlechten Gewissen auf seine Burg zurückgezogen. Im Heiland ist schwere Kreuz auf die Achsel gelegt worden und der Pöbel hat ihn auf seinen letzten Weg begleitet. Im langen Zug gegen Golgatha haben sich viele gewunderige Leute angeschlossen. Einmal sind die Frauen von Jerusalem am Heiland mit seiner schweren Last begegnet. Vor lauter Erbarmen haben sie angefangen zu brieken. Über euch und Kinder.
schleifet sie noch mit. Wenn öppis je, ach je, hüt am Grüne als tuet gescheh, was muss denn am Dürre gescheh? Todmüd, von seinen Henker trieben, ist der Heiland mit den ganzen Treibenden von Volk auf den Platz gekommen, der Schädelhöhe heisst, was auf Hebräisch Golgatha bedeutet. Dort ist er ans Kreuz genagelt worden. Mit dem Heiland sind auch zwei Verbrecher gekreuzigt worden. Einer rechts von ihm und der andere links. Durch das ist die Schrift wahr geworden, die sagt, man habe den Heiland zu den Üblen gezählt. Oh,
er spottisch, trifft mim Wissen nach kei Schuld. Er treibt still sis bittere Liede, ganz mit Fassig und Geduld. Vergesse ich im Riech, dann kam ich zurück, nimm mich auf als armer Sünder, nimm mich für mich über Bruck. Und der Heiland muss zum Schäfer mit der Arme ganz vermieden. Ja, du wirst gewiss wahr, unter dem Kreuz sind Maria, am Heiland seine Mutter, ihre Schwester, die Frau von Kleophas, die Maria Magdalena und der Lieblingsjünger Johannes gestanden. Wo der Heiland seine Mutter sieht, mit dem Jünger dabei, fängt er mit schwacher Stimme an zu reden und sagt: Frau, das ist dein Sohn. Und zu ihm sagt er: Schau, das ist die Mutter. Von dieser Stunde an hat der Lieblingsjünger die Maria zu sich genommen. Thank you.
Der Heiland hat von jetzt an gewusst, als alles vorbei ist und es nach der Schrift geht. Er klagt über Durst. Einer der Soldaten nimmt einen Schwamm mit Essig getränkt, steckt ihn auf ein Rohr und hat ihn am Heiland an die Lippen. Als er vom Essig genommen hat, sagt er mit schwachen Worten, es ist vollbracht. Und darauf ruft er mit lauter Stimme, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Etwa in der sechsten Stunde ist eine grosse Feisterei über die ganze Erde gekommen. Die Sonne hat ihren Schein verloren, da sie gegen 3 Stunden dauert. Der Vorhang im Tempel ist mitten verrissen bis am Boden runter. Ein gruseliges Erdbeben hat davon wütet. Thank you.
Soldaten haben den beiden Schächer die Beine gebrochen. Wo sie zum Heiland gekommen sind, haben sie gemerkt, dass er schon tot ist. Da hat einer der Soldaten mit der Lanze in die Seite gestochen und es ist Blut und Wasser rausgerinnen gekommen. Am Oben hat Josef von Arimathea, ein reicher Mann, ein angesehener Ratsherr, beim Pilatus angeklopft und der Leib vom Heiland herausbegehrt. Der Josef war darum heimlich ein Jünger vom Heiland. Aus Angst vor den Leuten hat er das nicht offen dürfen zeigen. Hilfe ist ihm durch Nikodemus zugekommen. Der hat für die Beerdigung eine Mischung von Myrrhe und Aloe mitgebracht. Gar nicht weit von Golgatha weg hat der Josef von Arimathea ein leeres Grab parat gehabt. Dort ist der tote Löser in leinige Tücher mit den Spezereien eingewickelt und reingelegt worden. Darauf hat man einen schweren Stein aufs Grab gewälzt. Thank you.
Am Tag darauf sind die hohen Geistlichen mit den Pharisäern am Pilatus anhalten. Er soll eine Wache vor das Grab stellen. Der Verführer hat darum vorausgesagt, er will nach 3 Tagen vom Tod wieder aufstehen. Seine Jünger könnten kommen, gleich stehlen und die Logis Volk raustragen, er sei wieder am Leben. Der Pilatus hat nachgegeben und die nötigen Wächter geschickt, die das Grab noch versiegelt haben. Nach dem Sabbat, wo die Heiteri vom ersten Tag der Woche aufgeleuchtet hat, sind Maria aus Magdala und die andere Maria zum Grab gegangen. Aufs Mal hat es von Erdbeben. Ein Engel kommt vom Himmel ab, wälzt der Stein weg und setzt sich drauf. Sein Kleid ist weiss wie der Schnee. Die Frauen kommen es mit der Angst zu tun über. Der Engel geschweigt sie aber. Der kreuzige Heiland, den sie suchen, sei nicht mehr da. Er sei vom Tod erweckt worden. Sie sollen schauen, wo er gelegen sei, und nachher seinen Jüngern weiter sagen.